los, liebe Leute? Wir sind bei Ausflugsziel Nummer 2. Wir fahren jetzt alle zusammen nach Lorette. Wir haben 20.14 Uhr, sind alle noch nüchtern und setzen jetzt im Zug Richtung Barcelona. Außerdem habe ich heute noch zwei schöne Moderatoren mitgebracht, nämlich die Selina und die Maida. Sagt mal hallo. Hallo. Ja, und wir werden uns bei der nächsten Station wiedersehen, keine Ahnung wo, wahrscheinlich in Barcelona. Und ich wünsche euch viel Spaß. So, hallo, hier bin ich wieder, euer Arthur. Heute vor einer Woche waren wir in Barcelona, genau. Ja, hier, genau so, ein Stockwerk drüber. Aber jetzt warten wir noch 4 Minuten auf den nächsten Zug. Jetzt habe ich leider mitbekommen, dass wir noch 1,5 Stunden in den Zug fahren müssen. Ich habe gedacht, die ganze Fahrt würde 1,5 Stunden dauern. Aber der Kutsche, der kann ja nie was gescheit erklären. Dieser Neger da. Und jetzt warten wir auf den Zug und dann nehmen wir mal weiter, ja. Und wir haben jetzt ein Problem, dass wir ja auch schon um 11 Uhr ankommen. Und wir wissen überhaupt gar nicht, ob der Zug auf dem Bus von Gladis nach Lorette fährt. Und von daher hoffen wir, dass wir in Lorette ankommen. Also dann verfolgt die Sendung weiter, schaltet nicht um und dann seht ihr weiter, ob wir in Lorette ankommen oder nicht. Bis dann. Hallo, hier bin ich wieder. Wir haben 22.18 Uhr und wir haben es hier 22 Grad. Wir sind jetzt irgendwo mit dem Zug zwischen Barcelona und Planes und wir hoffen, dass wir bald ankommen. Was denn, Ben? Also der Neger versucht gerade irgendwas mir was mitteilen, aber ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber vielleicht will meine schöne Assistentin da was dazu sagen. Nee, sie streckt nur eine Zunge raus. Okay, auf jeden Fall. Ja, komm. Naja, also die Flasche ist schon halb leer und ich hoffe, dass wir noch alle voll lustig drauf werden und wir bald in Lorette sind. Dann gehen wir erstmal zum Burger King und so. Wir haben alle voll Wüsthunger und wir wissen immer noch nicht, ob ein Bus von Planes nach Lorette fährt. Und deshalb überlegen wir uns, ob wir danach ein Taxi nehmen sollen, falls keiner kommt. Also schaltet nicht um und bleibt dabei, genießt die Werbepause und schaltet wieder ein und seid alle froh mit uns. Vor 11. Wir haben 21 Grad im Schatten und sind jetzt auf dem Weg nach Lorette. Wir sind jetzt im Bus von Planes und sind in ungefähr 10 Minuten daheim. Die Busfahrt hat nur 1,35 gekostet. Daheim, okay. Ja, Lorette ist mein Heim. Und die Flasche ist auch bald leer. Und jetzt hoffen wir, dass wir alle Party machen. Und es wird ganz toll, es geht mal ins Rand drauf. Und wir sehen uns wieder, wenn wir wieder in Lorette sind. Also, bis dann. Hallo liebe Leute, hier bin ich wieder, euer Arthur. Wir sind jetzt in Lorette angekommen, zum Glück ist doch ein Bus hergekommen hierher. Und wir sind jetzt im Grand Casino Royal, wo ich letztes Jahr hier gepennt habe. Das Kotzhotel Nummer 1, wo sich die ganzen Erwachsenen aufregen. Der Mond scheint hell, wir haben geschätzte 20 Grad und wir sind alle froh in Calafell, oder ne, in Lorette sau gut angekommen zu sein. Ja, wir haben auch ein bisschen Alkohol getrunken und da läuft glaube ich auch jemand, den ich kenne. Nein, doch nicht. Ich habe nur Sachen, dass ich die kenne. Hier sind so viele Deutsche, das glaubt man gar nicht. Wir treffen mehr Leute aus München. Ich bin überhaupt selber und das freut mich so. Jetzt gehen wir in St. Tropez und dann sehen wir uns wieder, hoffe ich mal. Also dann nicht wegschalten. Ihr solltet gute Nacht sagen, wir haben keine gute Nacht, oder doch, wir haben eine gute Nacht, aber ihr keine. Oh Gott, leck mich aber. Hallo, jetzt sind wir in Lorette mit meiner hübschen Assistentin Selina. Genau. Und jetzt sind wir ein bisschen fertig getrunken, jetzt gehen wir in St. Tropez und wir merken gerade, dass der Strand hier voll schwitzt. Das ist ganz anders wie in Calafell. Ja, Selina macht das ganz toll hier und der Neger da vorne auch mit seiner Kamera. Und wir sind schon leicht angetrunken, die Flasche ist leer, die Flasche ist leer, sag ich mal so. Genau. Und wie lange sollen wir bleiben? Ich glaube, der erste Zug. Morgen übrigens, wir haben 20 Grad im Schatten. Und morgen schwimmen wir in ja. Und jetzt, was soll ich noch sagen, Neger? Morgen wieder, nachdem er ausgenüchtert ist. Genau. Ende der Durchsage. Und jetzt gehen wir. Das ist nur nichts Ende der Durchsage, nur ein bisschen schwätzen. Oh, Arthur! Geh mal endlich! Also rechts neben uns ein paar. Es sind auch ein paar Deutsche, ja? Ja, genau.
Ich guck gerade die ganz blöd her. Und wir gucken mal blöd zurück. Mit dem ersten Schlag. Und jetzt gehen wir. Hallo meine lieben Freunde, wir sind hier gerade Kalapell in Zandrup. Ich bin so geil drauf, Junge. Ich bin so froh, hier zu sein. Scheiß ganz am Samstag weggehen. Naja, das ist ganz so scheißegal. Und wir haben gerade 2:10 Uhr nachts. Ich bin gerade so geil drauf. Und es ist ein Gewicht hier zu Übung fett. Ich bin mit drei hübschen Mädels. Voll geil. Aber mal ab, ist es draußen saufen. Der Jan, der Jesani, der tut sich schon nicht schon rein, weil so eine Scheiße laber hier drin. Aber ist uns alles scheißegal. Ich bin Lorette, ich bin Party, ich bin Frauen. Nee, weiter sag ich gar nichts. Und ja, hallo, ich lebe für die Musik. Wir haben hier geschätzte 32 Grad. Hallo meine liebe Freunde und Freundinnen, wir sind hier in Lorette. Vom Zandrup. Wir kommen gerade raus und wir haben im Moment 5:04 Uhr und es ist immer noch warm und heiß und da drüben hat es ein paar ganz dichte Leute da. Das ist Lorette, aber unsere Mädels führt es gerade ab und jetzt hoffen wir, dass wir demnächst irgendwie einen Bus bekommen Richtung Planis. Und vom Planis fahren wir zurück zu Barcelona und von Barcelona zurück zu Calafell. Und dann hoffen wir, dass wir morgen früh irgendwann heimkommen. Ja, und irgendwie habe ich gar keinen Bock mehr zum Trinken. Und jetzt, ja genau, jetzt warten wir auf Selina und auf wen? Und auf Dani. Und ich hoffe, die bringen uns gute Nachrichten. Also dann bis ciao, ich hab euch alle lieb. Kussi, kussi, kussi. Wir sehen uns bald. Ciao. Ach, hallo, wir sind hier in Lorette. Ja, wir sind um so eine Seitengasse. Bald gehen wir wieder zurück nach Planes. Planes. Fahren wir mit dem Bus zurück. Wir hoffen, dass bald ein Bus kommt. Aber was das Tolle ist, wir haben Rosen. Die wollen wir jetzt verkaufen, um ein bisschen Geld zu verdienen, um ein paar Burger zu kaufen. Und das Allerbeste ist noch, gib mal her. Ja, Mann, ich bin Checkermann. Und jetzt gehen wir rüber zum Bahnhof zu den anderen Leuten. Ja, und was machen wir jetzt? Genau, wir laufen jetzt rüber zu den anderen. Wir wollen ein paar Rosen abchecken. Ein bisschen Feuer und ein bisschen skippen. Und dann hoffen wir, dass wir ein bisschen Geld bekommen, um wieder beim Burger King, um einen Burger zu kaufen für 3,50. Das kostet mich so wüst an, ey Leute, gell? Dass der Burger hier 3,50 kostet, ja? Und der Strand sieht irgendwie ein bisschen klein aus hier bei uns, in Lorette. Daran kann ich mich gar nicht erinnern vom letzten Jahr. Da ist ein bisschen zu dicht irgendwie so. Und ja, jetzt gucken wir hier hoch, da die schönen Bauten hier. Jetzt hat es voll toll hier, wie in Calafell. Oder besser als in Calafell. In Calafell hat es ein Hochhäuser. Hier hat es ein... Ja, keine Ahnung, du machst es aus, verdammt nochmal. Nein, Spaß. Was soll ich sagen, Kutscher? Irgendwas? Ja, ja, der macht nur so, 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 weil ich ja schwätzen muss. Ja. Ich immer meine Kippen, die großen und meine Kippe, nicht meine Kippe, sondern vom Kippen von den Deutschen, sogar glaub mal, ob Euro Light wie schmeckt. Ja, und hier haben wir 90 Cent Laden hier, da heißt Tod. Tod, wenn man hier, guck hier, tot alles, alles tot, alles tot, alles tot.
Tabaskus, Tabaskshop. Likörshop nach rechts, wir gehen nach links. Kombucha. Ja, Indian Food hat auch leider zu. Hier in Loretta immer alles zu, verdammt. Und was willst du? Na? Was dann? Ende. Ach, okay, Ende. Wir kommen nun zum Ende. Wir sehen uns irgendwann wieder in Barcelona oder so, wenn wir mal ankommen. Langsam wird's hell. Ich werde müde. Kutsche wird so langsam fit. Und wir sehen uns dann irgendwann nachher. Also bis dann nicht umschalten. Und ja, wir sehen uns später. Tschüss.